und willkommen zu einem neuen Video. Heute aber nur von mir, weil ich Deras Zimmer ein Umstyling geben werde. Ich habe also heute und morgen Zeit, Zimmer umzustylen und morgen wird sie dann ihr neues Zimmer sehen. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, um ihre Reaction zu sehen. So Leute, ich gehe jetzt als erstes auf Pinterest und suche mir so ein bisschen Room-Inspos. Ihr könnt auch meinem Pinterest folgen, wenn ihr wollt. Hier. Layer Towers 1 auf Pinterest. Ich blende euch mal auch hier so ein paar Bilder ein, damit ihr sehen könnt, so in welche Richtung ich gehen will. Nachdem ich jetzt nun eine Zimmerästhetik für Deria ausgesucht habe, suche ich jetzt Poster für sie aus. Viele auf TikTok oder Instagram fragen mich auch, wie ich die Poster ausdrucke. Es gibt ja extra so Shops oder Läden, wo man Poster oder Bilder ausdrucken kann. Ich mache es aber einfach mit meinem Drucker zu Hause. Ich benutze auch einfach ganz normales Papier dafür. Und falls ihr euch fragt, wie ich diese größeren Poster ausgedruckt habe, ich habe einfach mehrere DIN A4 Blätter ausgedruckt und sie dann zusammengeklebt. Also das besteht beispielsweise aus vier kleineren DIN A4 Blättern. Als nächstes werde ich jetzt das hier abhängen und generell alles, was an den Wänden hängt, damit ich planen kann, wo die neuen Poster hinkommen werden. Wie ihr sehen konntet, war ich also in Ikea und habe ein paar Sachen geholt. Einen Schreibtisch und eine Kommode und dann noch so Deko-Zeugs. Ich zeige euch mal, wie es jetzt aussieht. Also hier ist die neue Kommode und hier ist der Schreibtisch. Ich habe hier schon meine Pflanze hingestellt, werde ich später vielleicht noch wegräumen. Hier ist dann ein Spiegel. Bevor es weitergeht mit dem Video, zeige ich euch noch, was ich alles gekauft habe beim Ikea. Also einmal habe ich so eine Lampe gekauft. So eine richtig coole Steinlampe. Diese Sachen. Ganz viele Fake-Pflanzen. Noch mehr Fake-Pflanzen. Bilderrahmen und so ein Regal. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das Zimmer dekoriere. Ich habe die Blätter hier oben aufgehängt. Und es ist auf jeden Fall richtig zeitaufwendig. Aber es hat sich gelohnt. Ich plane jetzt, wo die Poster hinkommen. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich die Poster angeordnet habe an meine Wand und jetzt klebe ich sie auf und dazu benutze ich einfach normales Teser. Ich roll dann das so, dass es so aussieht. Und dann klebe ich es einfach hier an die Ecke. Ich habe jetzt die Hälfte vom Zimmer erledigt. Jetzt muss ich noch die andere Hälfte machen. Es gibt also noch vieles zu erledigen. Und als erstes gehe ich noch ein bisschen Deko shoppen. Ich hole noch ein paar Kerzen beim Kick. Also kommt mit. Ich werde jetzt noch ein paar Pflanzen in diese Ecke da oben aufhängen. Ich habe hier jetzt auch noch die Deko-Sachen so ungefähr platziert. Vielleicht werde ich später noch ändern.
anzuordnen und jetzt klebe ich sie auf. Ich habe hier noch ein paar Bilder von Derek jetzt ausgedruckt, damit es ein bisschen persönlicher alles ist. Ich bin jetzt fast fertig. Ich muss nur noch so Kleinigkeiten dekorieren. Ich melde mich dann, wenn ich fertig bin. Ich bin jetzt endlich fertig. Es fehlt nur noch Dereks Bett und der Teppich. Also let's go. Ich bin jetzt endlich fertig mit dem Room Makeover. Ich zeige euch auch, wie das Zimmer jetzt gerade aussieht. Aber wie ihr sehen könnt, ist es schon dunkel. Ich zeige euch dann auch, wie deres Zimmer tagsüber aussieht. Also gebe ich euch jetzt schon mal eine kleine Roomtour. Später gibt es aber auch nochmal eine genauere Roomtour. Und dann können wir Dera ihr neues Zimmer zeigen. Hoffentlich gefällt es ihr. Neues Zimmer zeigen. Deria, bist du bereit für dein neues Zimmer? So, wir gehen zu deinem Zimmer. Ja. Los. Stopp. Mach mal die Augen. Mach die Augen zu. Okay. Mach die Augen zu. Komm rein. Oh mein Gott. Ah. Aha, oh mein Gott, der Teppich. Oh, der Schrank. Oh, oh, wie geil! Lampe! Meine Kleider! Voll viel Poster! Ist voll geil! Voll geil! Hast du auch diese Ukulele gesehen mit den Bildern? Ja! Oh mein Gott! Süß! Oh mein Gott! Das bist du? Ja! Und der Lulu? Ja! Oh mein Gott, da bin ja ich wieder. So Leute, Dera hat also ihr neues Zimmer gesehen. Was sagst du dazu? Es ist richtig gut geworden. Dankeschön. Yeah, danke. Also es ist wirklich richtig gut geworden. 10 super. Von 10, 1A Superstar, Spitzenklasse, Leistung. Ihr könnt mir auf jeden Fall auch noch auf Pinterest folgen. Dort sind die ganzen Poster von Deras Zimmer in einem Ordner gepinnt. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Clips, wie das Zimmer aussieht im Tageslicht. Und gebe euch eine genaue Roomtour. Ich gebe euch jetzt eine kleine Roomtour von Deras Zimmer. Fangen wir hier an, bei ihrem Bett. Also wie man sehen kann, habe ich hier ein paar große Poster aufgehängt. Hier habe ich noch die Ukulele aufgehängt und ein paar Bilder von ihr und ihrem Freund. Hier sind auch noch ein paar Bilder von ihr und mir. Hier oben habe ich einfach ein paar Pflanzen hingestellt, die eine Kerze von Kate, die ich gekauft habe, und noch ein Bilderrahmen. Und das da oben ist einfach ein altes Tischtuch, was bei uns zu Hause einfach rumlag. Ich habe hier oben auch noch einen Lichterkette aufgehängt, wie man sehen kann. Hier ist ihr Nachttisch mit einer Lampe. Hier auf der Fensterbank sind ein paar Pflanzen. Auch noch ein Bild von ihr. Ignoriert die Bauarbeiter hier draußen. Und hier oben habe ich auch noch eine Pflanze hingehängt. Das ist deren Schreibtisch. In der Ecke stehen noch coole Dekosachen. Und dann noch verschiedene Poster. Hier in der Ecke steht ihre Kommode. Und da ist der Schmuck. Da sind auch noch ein paar Dekosachen. Und da oben habe ich einfach noch ein paar Pflanzen hingestellt. Ich habe einfach noch hier überall Poster hingehängt, um ein bisschen den leeren Platz auszufüllen. Und sonst was eigentlich. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Ich würde auch sagen, liken, kommentieren, die Glocke aktivieren. Der freust du dich? Ja! Hat sie gut gemacht? Ja!